ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Um ihre krude Weltanschauung zu verbreiten, sind Islamisten auf immer neue Anhänger angewiesen. Und dafür machen sie regelrecht Werbung. Im Internet, in Moscheen und zunehmend in Flüchtlingsheimen. Bereits mehr als 340 Fälle, in denen Islamisten und Salafisten versucht haben, Menschen in Asylunterkünften anzuwerben, sind dem Verfassungsschutz bekannt. Das Bundesamt geht aber davon aus, dass es noch mehr sind. Vor allem junge Flüchtlinge, die allein nach Deutschland gekommen sind, werden umgarnt in der Hoffnung, sie könnten leichte Beute sein und sich den Islamisten anschließen. Dass radikale Gruppen, wie es auch Neonazis seit Jahren tun, gezielt junge Leute in prekären Lagen anwerben, ist bekannt. Doch offenbar fällt es den Sicherheitsbehörden schwer, die islamistischen Rattenfänger zu stoppen. Marion von Haaren berichtet. Menschenfang im Flüchtlingsheim. Jungen und Mädchen würden gezielt angesprochen. Der IS habe ein Netzwerk von Anwerbern und Anwerberinnen geschaffen, heißt es in Sicherheitskreisen. Die Extremisten hielten Ausschau nach labilen Jugendlichen. Die IS versucht, alles anzusprechen, was er für seine Zwecke instrumentalisieren kann. Ob es psychisch instabile Menschen sind, ob es junge Menschen sind, die in Orientierungssuche sind, ob es Menschen sind, die aus dem kleinkriminellen Milieu kommen. Es ist ihm völlig egal. Er versucht, jeden, der in irgendeiner Art und Weise manipulierbar ist, anzusprechen, für seine Zwecke zu missbrauchen. Ich sag's nochmal, Flüchtlinge sind eine schutzbedürftige Gruppe. Und wir müssen auch diese Gruppe vor Extremisten schützen. Auch Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zeigt sich besorgt. Er warnt vor Salafisten und gewaltbereiten Islamisten, die gezielt Werbung in Asylunterkünften betrieben. Bekanntermaßen sind unter den Asylsuchenden sehr viele junge Männer mit sunnitischer Konfession. Die kommen oft aus konservativen islamischen Milieus und wollen freitags in eine arabischsprachige Moschee gehen. Von staatlicher Seite besteht da relativ wenig Einflussmöglichkeit. Aber vielleicht hätten Familien mehr Einfluss. Gerade alleinreisende Jugendliche sind anfällig für Anwerbeversuche. Die Grünen kritisieren, dass der Familiennachzug immer stärker eingeschränkt würde. Es ist gut, dass Herr Maaßen und seine Behörde dafür sorgen, dass wir davon wissen. Zweitens, wir müssen alternative Angebote für Leute machen, die nicht wissen, was sie tun sollen, die nicht wissen, wozu sie gehören. Die müssen ihre Religion hier leben können und die müssen hier auch was tun können. Und übrigens müssen sie auch ihre Familien nachholen können. Das Land Hessen hat früh mit der Prävention begonnen. Zum Schutz von Flüchtlingen vor radikalen Islamisten hat die Regierung die Gelder auf 3,8 Millionen Euro fast verdoppelt. Es ist klar, in unserem Land müssen wir frühzeitig erfahren, wo gegebenenfalls eine Entwicklung zur Radikalisierung stattfindet, damit wir entsprechend einschreiten können. Das haben wir in Hessen als erstes Land in Deutschland gemacht. Das kostet uns einiges, aber dieses Geld ist aus meiner Sicht gut angelegt. Die Anwerbung von Kindern und Jugendlichen läuft übrigens auch über das Netz. Chatten mit Islamisten. Für Ermittler bisher kaum zu erfassen. Im Westjordanland brennt die Sonne nahezu täglich. 30 Grad und kaum Regen. Davon fällt in ganz Israel ohnehin nie genug. Wasser wird dazu im extremen kostbaren Gut. In dem palästinensischen Gebiet wird der Wasserbedarf nie völlig gestillt. Denn Israel hat es in der Hand, wie viel Wasser fließt. Immer zu wenig, beklagen die Palästinenser. Jeden Liter müssen sie mit Bedacht nutzen. Und wie sehr die Menschen darunter leiden, berichtet Markus Rosch. Auch diesen Sommer jeden Tag dasselbe. Ali Osman schleppt Wasser aus dem Supermarkt nach Hause bei weit über 30 Grad. Denn in seiner Stadt Salfit im Westjordanland gibt es kein Wasser aus der Leitung. Die siebenköpfige Familie Osman muss mit etwa 100 Liter auskommen am Tag. Aber nur, wenn die Stadtverwaltung die Wassertanks auffüllt. Nicht immer klappt das. Wir brauchen Wasser zum Leben. Jetzt gibt es keines mehr. Wie lange soll das weitergehen? Ich gehe mit meinen Cousinen in ein Ferienlager. Danach sind wir immer schmutzig, aber wir können uns nicht waschen. Unsere Eltern wollen nun, dass wir nicht mehr hingehen. Salfit, eine Kleinstadt im Westjordanland mit knapp 10.000 Einwohnern. Jedes Jahr gibt es im Sommer mehrere Monate kaum Wasser. Die Westbank wäre wasserreich und es gibt enorm viel Grundwasser. Das Problem ist die Besatzung, es gibt keine Genehmigungen, um Brunnen zu bohren. Das wäre eigentlich die selbstverständliche technische Lösung, die einfache Antwort auf die sogenannte Wasserkrise.
Das Wasser im Westjordanland kontrollieren die Israelis. Doch während Siedlungen wie Shiloh in der Nähe von Salfit genug Wasser bekommen, gehen palästinensische Dörfer oft leer aus. Die Israelis bestreiten das, die Palästinenser bekämen sogar mehr Wasser, als ihnen vertraglich zusteht. Außerdem würden sie die Wasserleitungen illegal anzapfen, so der Vorwurf. Ein Nahostkonflikt im Kleinen, sagt uns der deutsche Hydrogeologe Clemens Messerschmidt, der in der Region seit 20 Jahren für Wasserprojekte arbeitet. Es gibt technisch überhaupt keinen Grund, dass den Palästinensern verboten wird, das Wasser zu nutzen. Es geht darum, dass Israel sagt, nein, nein, diese ganzen Ressourcen, das gesamte Grundwasser der Westbank gehört uns. Diese Machtspiele interessieren Ali Osman nicht. Seine Sorge gilt den Wassertanks auf dem Dach. Die sind wieder leer. Er könnte Wasser von einer privaten Firma kaufen, das ist aber viel zu teuer. Wir sind doch schon sehr sparsam. Wir nutzen nur kleinste Mengen zum Trinken und zum Waschen, für sonst nichts. Jetzt ist es schon wieder weg, obwohl wir wirklich Acht geben. Unten in der Küche ist Ali Osmans Schwester mit den Nerven am Ende. Kein Abwasch ist möglich, auch die Waschmaschine kann sie nicht benutzen. Mittlerweile ist die Familie von Plastiktellern. Hier in Salfit ist es ein täglicher Kampf um jeden Tropfen Wasser. In der AfD-Führung gab es zuletzt viel Streit. Deswegen beriet jetzt in Kassel ein Spitzengremium der Partei, ob ein Sonderparteitag mit Vorstandsneuwahlen einberufen werden soll. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Der sogenannte Bundeskonvent aus 50 Delegierten der Landesverbände entschied sich mit breiter Mehrheit gegen einen solchen Parteitag. Die Meinungsunterschiede zwischen den beiden derzeitigen Vorsitzenden der rechtspopulistischen AfD, Petri und Meuthen, waren unter anderem im Zusammenhang mit der Spaltung der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg öffentlich geworden. Man werde baldmöglichst wieder als eine Fraktion im Landtag auftreten, hieß es in einer am Abend verlesenen Erklärung. Im kanadischen Montreal ist das 12. Weltsozialforum zu Ende gegangen. Die Beteiligung war diesmal deutlich geringer als in den Vorjahren. Ein Grund war unter anderem das Fehlen etlicher Vertreter ärmerer Länder. Sie waren durch die hohen Kosten für die Teilnahme in Kanada abgeschreckt worden. Das Treffen fand in diesem Jahr erstmals in einem westlichen Industrieland statt. Auf dem Programm standen Themen wie Chancengleichheit und Klimawandel. In der peruanischen Hauptstadt Lima haben mehrere 10.000 Menschen gegen Gewalt an Frauen protestiert. Unter anderem warfen sie der Justiz vor, dass Männer bei Vergehen gegen Frauen immer wieder mit zu geringen Strafen davon kämen. 2015 hatten die peruanischen Behörden 95 Frauenmorde registriert. In diesem Jahr wurden bis jetzt bereits 54 Frauen getötet. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion war die gestern gesperrte russische Weitspringerin Kliskina offenbar in das staatliche russische Dopingsystem eingebunden. Ermittlerkreise bestätigten der ARD, dass in einer von zwei aufbewahrten Urinproben DNA-Spuren von zwei Personen gefunden wurden. Das ließe auf eine Verfälschung schließen. Außerdem gab es Kratzer an den Flaschen, was auf eine unerlaubte Öffnung hindeute. Kliskina hatte als einzige russische Leichtathletin zunächst Startrecht bei den Olympischen Spielen in Rio erhalten, weil sie in den USA lebt. Der Schriftsteller Hermann Kant ist tot. Der einstige Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes ist im Alter von 90 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern gestorben. Hermann Kant schuf Klassiker der DDR-Literatur. Mit preisgekrönten Romanen wie Die Aula und Das Impressum machte er sich einen Namen weit über die DDR hinaus. Kritisch gesehen wird seine Karriere im SED-Regime, die ihn bis ins Zentralkomitee der Partei brachte. Dieses Ding hier am Ohr, das galt mal als eine Art Revolution. Anfang, Mitte der 80er Jahre war das. Das erste Handy, nicht die Spur von Taschenformat und der Akku reichte gerade für eine halbe Stunde Gespräch. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen, da die kleinen Apparate dermaßen unseren Alltag prägen, dass mancher regelrecht süchtig nach ihnen ist. Seit man mit den Apparaten auch noch ins Internet gehen kann, spricht man vom Smartphone. Heute meinte der Begriff mehr ein Minicomputer als nur ein drahtloses Telefon. Das war beim ersten internetfähigen Handy noch ganz anders. Morgen feiert es Geburtstag, den 20. Christine Becker. Sie können auch telefonieren, aber das ist eigentlich fast langweilig. Für ihn sind sie auf jeden Fall mehr als Kommunikationsmittel. Der Stuttgarter Marcel Müller sammelt Handys. Fast 1000 Stück besitzt er, auch dieses eine ganz besondere. Das ist jetzt der Nokia Communicator. Wenn man überlegt, das ist 20 Jahre alt.
Das wiegt auch noch relativ viel im Vergleich zu heutigen Geräten. Aber was da schon an Technik eingebaut war, das ist schon faszinierend. 1996 für knapp 3000 Mark. Es war das erste Smartphone mit Internet, auch wenn eine andere Funktion damals noch wichtiger war, der Faxanschluss. Ein Massentrend, freilich erst später. Als die Telefone günstiger und noch smarter wurden. Touchen statt Tippen, schöne neue App-Welt. Heute geht es kaum noch ohne. Ein Mittel auch gegen die moderne Einsamkeit? Ich brauche es auch täglich und habe Verbindung zur Familie, zu Freunden. Also ich brauche es jeden Tag. Es ist eine sehr gute Erfindung, finde ich. Man kann alles machen, E-Mails verschicken, Nachrichten verschicken, man ist immer erreichbar. Wo gucken Sie abends das letzte Mal drauf? Auf das Smartphone oder auf Ihre Freundin? Auf die Freundin. Wir haben das Smartphone definitiv aus dem Schlafzimmer verbannt. Den Kampf um unsere Aufmerksamkeit, das Smartphone hat ihn längst gewonnen. Es sagt uns, wo es lang geht, lässt uns nie allein. Sind wir Sklaven unserer Geräte, Techniksüchtige? Süchtige insofern, als dass wir dieses Gerät brauchen, so wie ein anderes Körperteil auch, das uns angewachsen ist. Diesmal ist es eine additionale Technik, die wir als Körperteil verwenden. Das Smartphone ein Teil von uns? Es hat uns einen neuen Blick auf uns selbst gegeben, das Display ein Spiegel unseres Lebens. Und manchmal ist deshalb auch nicht mehr ganz so klar, wer hier wen in der Hand hat. Deutschlands Sportjournalisten haben die Fußballer des Jahres gekürt. Bei den Frauen siegte Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Und bester Trainer ist Dirk Schuster, bisher bei Darmstadt 98 und nun beim FC Augsburg. Und dann ist da noch Jérôme Boateng, der Fußballer des Jahres. Wir erinnern uns. Im Mai behauptete AfD-Vizechef Gauland, dass viele Deutsche so einen wie Boateng nicht zum Nachbarn haben wollten. Es folgte eine Welle der Solidarisierung mit dem Abwehrspieler vom FC Bayern. Und der entpuppte sich dann während der EM in Frankreich als Weltklasse-Kicker, der Gegentore spektakulär verhinderte und sogar selbst einmal traf. Nun denn, Jérôme Boateng ist der erste schwarze Deutsche als Fußballer des Jahres hierzulande. Heute kickte der Ausgezeichnete nicht, dafür aber seine Kollegen vom FC Bayern im Supercup-Finale gegen Dortmund. Robert Hunke. Der erste Titel der neuen Spielzeit geht zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start an Bayern München. Im Duell der zwei besten deutschen Teams der abgelaufenen Saison spielen die Bayern ohne den noch angeschlagenen Fußballer des Jahres Boateng, aber mit dem Ex-Dortmunder Hummels, der sich nach 8 Minuten leicht verschätzt und Dortmunds Aubameyang die Chance zur Führung bringt, die aber knapp verhindert wird. 0-0 zur Pause. Die zweite Halbzeit starten die Westfalen, die komplett auf den im Sommer aus München zurückgeholten Mario Götze verzichten, ebenfalls überlegen. Felix Passlack scheitert aber an Manuel Neuer. Der Vorjahresmeister aus München, der lange unter Dortmunds Pressing nicht ins Spiel findet, geht dann aber in der 58. Minute durch Arturo Vidal in Führung. Erstes Pflichtspieltor unter Bayerns neuem Trainer Carlo Ancelotti. Dessen Team danach besser ins Spiel kommt. Nach einer Ecke legt Hummels ab für Thomas Müller. Das 2:0 ist nach 79 Minuten die Entscheidung für Bayern und der erste Triumph der Saison über den großen Rivalen. Sven Plöger, wie wird's denn zum Wochenstart? Sagen. Wir gucken gleich zu Beginn schon mal auf den Satellitenfilm. Und wenn man da drauf schaut, dann sieht man, dass die ganz großen Tiefs hier draußen auf dem Atlantik sind und über Russland. Da muss ich ziemlich weit gehen hier vor der Karte. Und bei uns sind einige Wolken unterwegs und im Norden Deutschlands gab es insgesamt auch mehr. Deswegen die Temperaturen dort heute ein bisschen verhaltener. Hamburg hatte 22, Lörrach hingegen im äußersten Südwesten 32 und damit Hochsommer. Und insgesamt bleibt es im Süden in den nächsten Tagen wärmer. Wir gucken auf den Vormittag, wo es im Süden am meisten Sonne gibt. Nach Norden wechselnd bewölkter Himmel mit sehr freundlichen Momenten. Nachmittags bleibt das hier durchaus so, auch wenn die Wolken etwas zahlreicher werden. Zu Schauern reicht es kaum. Aber dafür dann hier im Süden Gebrodel. Da kann es im Schwarzwald und am Alpenrand auch mal Gewitter geben. Temperaturen dennoch im Süden höher, 25 bis 30, sonst 18 bis 23 Grad. Und auch die beiden Folgetage immer am Alpenrand. Möglichkeit eines Gewitters, dafür hier wärmer. Ansonsten wechselnd bewölkt bei 22 bis 25 Grad. Ziemlich gut startet also die neue Woche, Kalenderwoche 33. Finde ich gut. Ja. Dankeschön, Sven Plöger. Gerne. Ja, so viel von uns für heute. Hier im Ersten geht's weiter mit den Olympischen Sommerspielen in Rio. Und zu den Tagesthemen morgen Abend begrüßt Sie an dieser Stelle Thomas Roth.
ihm und Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss.